Ja, diese russische Gewalt und Zerstörung in der Ukraine treffen zuerst die Menschen vor Ort. In unserer globalisierten Welt erreicht dieser Krieg jedoch schnell das Leben von uns allen, weltweit. Und einige leiden ganz besonders darunter, beispielsweise unter Hungersnot. Denn die so reichhaltige und wertvolle Kornkammer Ukraine kann ihre Ernte nicht außer Landes bringen. Die Russen haben den Weg abgeschnitten. Vor dem Krieg waren es etwa 100 Millionen Tonnen verschiedenster Getreidesorten, die im vergangenen Jahr in der Ukraine geerntet wurden. 70 Millionen Tonnen davon wurden exportiert. Wie müssen wir deshalb in der Landwirtschaft und in unserer Ernährung umdenken? Darüber sprechen wir gleich. Zuerst ein Blick von Oliver Meyer in die Kornkammer Ukraine. Mykola zeigt uns sein Getreidesilo in der Nähe von Dnipro. Der genaue Ort soll geheim bleiben, zu groß ist seine Angst vor einem russischen Raketenangriff. In der Halle lagern knapp 2500 Tonnen Mais und Sonnenblumenkerne. Bestände, die er ohne den Krieg schon längst verkauft hätte. Normalerweise wäre diese Lagerhalle komplett leer. Aber weil Krieg in unserem Land herrscht, sind die Seewege blockiert. Der Hafen von Mykolaiv ist komplett zerstört. Wir Landwirte haben riesige Probleme, unsere Produkte zu exportieren. Von der letzten Ernte ist jede Menge übrig. Und dennoch laufen auf seinen Feldern bereits die Vorbereitungen für die nächste. Eine Ernte, von der er noch nicht weiß, wie er sie loswerden soll. Hinzu kommt die Angst, dass auch seine etwa 3000 Hektar Land unter russische Kontrolle fallen könnten. Ich habe mich kürzlich mit einem befreundeten Bauern aus Cherson unterhalten. Er kann nicht mehr auf seinen Feldern arbeiten, kann sie nicht mehr düngen. Der Krieg wird einen dramatischen Einfluss auf die weltweite Lebensmittelversorgung haben. Der Krieg ist auch hier angekommen. Raketen schlugen bereits in den umliegenden Feldern ein. Viktor ist vor allem fürs Düngen verantwortlich. Inzwischen gehen seine Aufgaben aber darüber hinaus. Ich bin schon jetzt in der Bürgerwehr. Wir patrouillieren nachts die Straßen unseres Dorfes. Wenn sich das ukrainische Militär bei mir meldet, würde ich sofort zusagen, ohne zu zögern. Er will sein Land, seine Region und sein Heimatdorf verteidigen. Genau wie diese Felder. Was hieraus entsteht, ist Brot, das ist unser Nahrungsmittel. Wir bauen es an, wir arbeiten täglich damit. Wir sind mit ganzem Herzen bei der Sache. Niemals hätten sie mit diesem Krieg und den damit verbundenen Problemen gerechnet, sagt Mykola. Doch seine Probleme seien das eine. Er sorgt sich auch um die Menschen, die unter möglichen Versorgungsengpässen leiden könnten. Es tut wirklich weh. Nicht nur mir, sondern allen Landwirten. Es tut weh, weil wir alle große Lagerbestände haben und sie nicht in andere Länder liefern können. Aber es herrschen Umstände, die wir leider nicht selbst beeinflussen können. Der Mais und die Sonnenblumenkerne werden wohl bald verfaulen. Seine Hoffnung, dass er die kommende Ernte wieder in die Welt verschiffen kann. Und bei uns im Studio begrüße ich dazu jetzt Heinz Strubenhoff, Agrarökonom. Guten Abend. Sie kennen die Ukraine sehr gut. Sie haben dort gelebt und über Jahre den deutsch-ukrainischen agrarpolitischen Dialog geleitet. Wir haben eben im Beitrag gesehen, die vollen Kornkammern in der Ukraine. Gibt es kurz-, mittel-, langfristig irgendwelche Möglichkeiten, dass die Ukraine wieder ausliefern kann? Ja, wir haben jetzt die Situation, dass die Russen die Schwarzmeerhäfen blockieren und zusätzlich haben sie das Schwarze Meer noch vermint, sodass die 5 bis 6 Millionen Tonnen, die eigentlich monatlich exportiert werden an Getreide, Ölsaaten, aber auch Pflanzenöl, zum Beispiel Sonnenblumenöl, 46% des Sonnenblumenöls, das auf den Weltmarkt gelangt, kommt aus der Ukraine. So, das passiert nicht das ist natürlich sehr, sehr schlimm. Die Alternative ist die Eisenbahn. Die Eisenbahn kann aber maximal 1 Million Tonnen ins Ausland bringen, sodass zurzeit etwa 15 bis 20% der Exportkapazitäten nur genutzt werden können. Und was bedeutet das für die Versorgung und für den Hunger in der Welt? Die Schwarzmeerregion, Russland, Rumänien,
Ukraine sind die sogenannten Market Maker. Also dort wird der Preis und auch werden die Weltmärkte grundsätzlich gemacht. Und wenn von dort nichts kommt, dann haben wir auf den Weltmärkten Preiserhöhungen. Wir haben also gesehen, auf den Getreidemärkten sind zurzeit doppelt so hohe Preise wie vor 1,5 Jahren noch. Das gab es in den 80er Jahren, das gab es 2008. Und das führt natürlich in armen Importländern zu Problemen. Ägypten zum Beispiel importiert 15 Millionen Tonnen pro Jahr, Pakistan, Äthiopien, alle diese Länder importieren Getreide aus der Region. Die müssen doppelt so viel bezahlen. Und zurzeit ist es auch schwierig, überhaupt an das Getreide und die Ölsaaten ranzukommen. Mhm. Wir haben 800 Millionen Menschen auf dieser Welt, die mangelernährt sind. 44 Millionen Menschen, die akut hungern. 30% der Kinder in Afrika sind zu klein und haben ein zu geringes Gewicht. Und das wird sich noch durch diesen Krieg verschlimmern. Also ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die Welt und die Länder, wenn wir auf Deutschland und auf Europa schauen. Was heißt das für uns? Ich glaube, Deutschland und Europa muss sich jetzt nicht direkt sorgen um die Nahrungsmittel. Dass keine Nahrungsmittel mehr zur Verfügung stehen. Die EU ist ein Nettoexporteur bei Nahrungsmitteln. Man kann aber schon sehen, dass jetzt Sonnenblumenöl nicht mehr verfügbar war, einige Wochen. Das heißt, hier sind Lieferketten unterbrochen, also von der Produktion über den Export, über den Großhandel, Einzelhandel, bis es zu uns kommt. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Konsumenten. Das hat Auswirkungen auf die, vor allen Dingen auf die Inflation. Ja, so die Energiepreise steigen, die Nahrungsmittelpreise steigen und das hat Auswirkungen auf die Inflation. Was bedeutet das für uns? Was sollten wir tun? Wie sollten wir handeln als Gesellschaft oder auch als Politik, die Handelnden, die dort etwas bewegen können? Also meine bescheidene Meinung ist, dass jeder etwas tun kann, weil jeder essen muss. Also sind alle Konsumenten von Nahrungsmitteln. Insofern kann sich jeder überlegen, wie esse ich, was esse ich. Wir haben enorme Verschwendung in den Wertschöpfungsketten vom Bauernhof bis zum Endverbraucher. Die größten Verschwender sind wir in den Haushalten. Etwa 150 bis 200 Kilogramm an Nahrungsmitteln wird weggeschmissen. Das sollte sich jeder einfach mal überlegen, ob das nicht zu viel ist. Wir sollten uns vielleicht auch überlegen, wie viel Fleisch wir essen. Denn aus 3 Kilogramm Getreide macht man 1 Kilogramm Schweinefleisch. Und müssen wir wirklich 55 Kilo im Jahr essen, pro Kopf? Und politisch gesehen, das eine ist ja, was wir individuell für uns frei entscheiden. Was sollte die Politik tun? Also 2 Dinge möglicherweise, über die auch nachgedacht wird in Berlin, in Brüssel und auch in der Agrarwirtschaft. Das sind zum einen die Biodiesel- und Ethanol-Mandate, die man möglicherweise mal flexibilisieren sollte für eine Zeit lang. Weil Essen wichtiger ist als Autofahren zum Beispiel. Und das Zweite wäre eine Hinterfragung der Extensivierungspolitik der Landwirtschaft. Natürlich wollen wir Klimaschutz und das ist auch der richtige Weg. Die Frage ist, und die stellt sich ja auch der Energieminister, ob wir nicht in der Landwirtschaft auch Dinge für eine Zeit lang etwas pragmatischer angehen können und nicht überall jetzt Feldstreifen für Blumen brauchen, solange wir diese Situation in der Welt haben und wir auch die Agrarproduktion in der Welt brauchen. Das Thema werden wir weiter begleiten. Heinz Strubenhoff, vielen Dank für Ihre Expertise heute Abend bei uns im Studio. Vielen Dank, Herr Fuß. Danke Ihnen.